So, Leute, vor langer, langer, langer Zeit war Commander Legenden was Cooles und deshalb mache ich das mal auf. Also vor langer Zeit ist noch gar nicht so lange her, aber bei diesen Hype-Geschwindigkeiten, die wir haben, ja, wobei es doch schon, boah, ist doch schon lange her. Naja, gucken wir uns an, was Commander Legenden für uns, Commander Legends für uns bereithält. Arsenal des Iroas, 2 Mana. Ausrüstung, immer wenn die angreift, lege einen +1/+1 Marker auf sie, also die ausgerüstete Kreatur, mit Ausrüsten. Käfig aus Händen, 3 Mana verzaubert eine Kreatur, die verzauberte Kreatur nicht angreifen, nur blocken und für 2 Mana nimmt man den Zug auf die Hand. Schrotttaucherschlange, 7 Mana, 5/5, kann nicht angreifen oder blocken, solange der verteidigende Spieler einen Attack kontrolliert. Ah, nee, kann nicht geblockt werden. Ah, okay, ich habe Leseschwierigkeiten. Valakut Beschwörer, 3 Mana 2, 3, für 8 Mana fügt er einem Ziel 3 Damage zu. Bist du bad? Oh mein Gott! 2 Mana 1, 1, immer wenn er ins Spiel kommt, zieh meine Karte, der Elvish Visionary. Eine meiner Lieblingskarten. Dornenklingenadept, 5 Mana 3, 4, wenn er angreift, erhält eine Kreatur eurer Wahl, die einen Gegner kontrolliert, -1/+1 des Zuges. Mit Zugabe, was ist denn Zugabe? Schicke diese Karte aus deinem Friedhof ins Exil. Erzeuge für jeden Gegner ein Spiel. Ah, ja, ich erinnere mich. Eine Spielsteinkreatur, die diesen Zug angreift, falls möglich. Und die halt Eile und man opfert sie zu Beginn des Endsegments. Wahnsinnig brokene Fähigkeit. Cisseys Ring, ich dachte gerade, es wäre ein Solring. 4 Mana, tappen für 2 Mana. Wildherzbeschwörer. 4 Mana, 4-3 und für 8 kriegt eine Kreatur +5/+5 bis zum Ende des Zuges. Und Trampelschau. Pfad der Ahnen kommt getappt ins Spiel. Man erzeugt ein Mana, also tappen, man erzeugt ein Mana von der Farbidentität des Commanders. Wenn dieses Mana benutzt wird, um einen Kreaturenzauber zu wirken, der einen Kreaturentyp mit eurem Commander gleich hat, wendet Hellsicht 1 an. Seraph der Morgenröte, 4 Mana, 2, 4, Lifelink, fliegend. Champion der Flamme, 2 Mana, 1, 1, Trampel und kriegt +2/+2 für jede Aura und Ausrüstung an ihm. Goll. Den kann ich gar nicht, der ist voll nice. Engel der Morgenröte. Oh Gott, so viele Engel. Hä? Ach, das ist Seraph der Morgenröte und Engel der Morgenröte. Natürlich. 5 Mana 3-3 fliegen. Immer wenn er ins Spiel kommt, erhalten Kreaturen, die kontrollierst, +1/+1 und Wachsamkeit bis zum Ende des Zuges. Spähende Augen. 6 Mana, ziehe 4 Karten, wirft dann 2 ab. Ah, hier mit den Top-Tarn. Wie geil. Himmlische Bewaffnung. Was bist du denn? 3 Mana. Die ausgerüstete Kreatur kriegt +2/+2 bis zum Ende des Zuges. Ne, +2/+2 Flugfähigkeit. Und ist zu ihren anderen Farben und Typen ein weißer Engel. Ah, Schwert und Hammer von Avacyn. Oder so. Auf jeden Fall ist das Avacyn-Symbol drauf. Für 4 Ausrüsten. Gifthauchdrache. 6 Mana, 4, 4 fliegend. Wenn der stirbt, kannst du eine Kreatur Mana kosten 3 oder weniger zerstören. Prüfung der Niala. 2 Mana verzaubert man eine Kreatur. Wenn die verzaubert Kreatur angreift, lege eine +1/+1 Marke auf sie. Falls dann 3 oder mehr +1/+1 Marke auf ihr liegen, wird das Ding geopfert. Wenn man das opfert, durchsucht man sein Deck nach 2 Standardländern, bringt sie getappt ins Spiel. Verjüngende Quellen. Kommen getappt ins Spiel, es sei denn, man hat 2 oder mehr Gegner. Tappen für grün oder blau. Togo Goblin Waffenschmied. 3 Mana 2-2. Immer wenn ein Land unter eurer Kontrolle ins Spiel kommt, erzeugt ihr einen farblosen Ausrüstungs-Artefaktspielstein namens Felsbrocken. What? Die ausgerüstete Kreatur hat 1 Mana tappen, opfer den Felsbrocken und füge eine Kreatur einem Ziel. Ach, diese Kreatur fügt einem Ziel 2 Schaden zu. Mit Ausrüsten und Partner. Was zur Hölle? Was ist das denn? Und wir haben Talisse, ehrfürchtiges Medium. 5 Mana 3, 4. Zu Beginn des Endsegments erzeugt man x11 weiße Geister mit Flugfähigkeit, wobei x die Anzahl an Spielsteinen sind, die in diesem Zug ins Spiel gekommen sind. Uff. Und unsere Foil ist erfolgreiche Piratin. 5 Mana 3, 4. Wenn sie ins Spiel kommt, kriegt man 2 Schatzspielsteine. Okay. Ja, das war Commander Legends. Ich finde die Länder immer noch nice. Und vielleicht seht ihr demnächst nochmal so einen Booster. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blackseed. Ciao, ciao.